das ist, aber für mich ist das hier eine Sackgasse. Gehen wir etwas zurück und versuchen, einen anderen Weg freizumachen. Was ist das? Kann man darauf schießen? Nein, kann man nicht. Ach ja, ich weiß, ich lade immer gleich, aber ich hasse es, Muni zu verschwenden. Sackgasse? Wieso Sackgasse? Geht's hier nirgendwo weiter? Die haben ihn echt schon platt gemacht. Komm, wo ist der Fischkopf? Gib mir den Fischkopf. Mach, lass mal extra viel Zeit, weil der nämlich, glaube ich, einiges aushält. Dachte ich. Naja. Den Schaden, den 3,5-fachen Schaden hält einfach kaum irgendwer aus, weil das, wir müssen mal überlegen, das Ding macht, wenn es nur 120 macht, das macht aber 140, wenn es 140 macht, mal 3,5, ne? Eine Atombombe macht, ich glaube, 400 oder 600 oder so. Eine Mini-Atombombe, versteht sich. Die Großen machen vermutlich ein bisschen mehr. Ich will da nicht rein. Nee. So, und das war ja auch schon. Also, er schaut geil aus, auf jeden Fall. Ich kann ihn leider nicht rausziehen. Zum Angucken. Hat so die Statur. Da haben sie sogar eine Power-Rüstung hingestellt, ne? Er hat die Statur von der Todeskralle und halt so ein bisschen fischig. So wie ich es euch prophezeit. Leider prophezeit habe. Wie gesagt, das war keine Absicht, dass ich das gespoilert habe. Das war wirklich ein blöder Zufall, weil ich dachte, wir haben die Quest irgendwie übersehen oder so. Geht's hier wirklich nicht weiter? Das gibt's doch nicht. Leute, schaut euch mal um. Ich bin hier nicht der Bauexperte, der Grabexperte. Was war das? Nix. Und es ist jetzt auch der einzige Meyerlord-König, den ich kenne. Wir müssen echt zurück, das gibt's ja nicht. Und jetzt? Hier geht's aber auch. Okay. Wir müssen hier durchkommen, Mel. Ja, ist okay. Die Sonja übertreibt ein bisschen, ne? Alter. Ein Schlag und sie ist halt durch die Wand komplett. Alter, die gräbt sogar um Ecken mit einem Schlag. Super. Ich mag die Sonja. Die macht so schöne Musik. Oh. Leute, könnt ihr die bitte mich machen lassen? Ihr geht mir so auf den Keks. Nicht ihr, liebe Zuschauer, ich meine die da. Ja, klar. Chillt doch einfach mal. Zu viele. Nur weil die jetzt vor uns stand. Wir waren versteckt, ne? Und nur weil die jetzt da vor uns steht und Aggro hat, kriegen wir keinen Mehrfachschaden. Das ist so fies. Wir brauchen den aber. Ohne den ballern wir uns hier zu Tode und die Muni geht uns auch irgendwann aus. Oh Mann. Eva. Er hat uns gesehen. Es ist doch zum Kotzen. Ich will die nicht so besiegen. Tue ich auch nicht, wie ihr seht. Hey, wir brauchen mal 5 Milliarden Mumie. Ich nehme jetzt kein Steampack. Ich möchte es nochmal. Ich bleibe diesmal oben und im anderen Raum. So möchte ich das nicht machen. Ich möchte es alles schön machen. Das habt ihr sicher schon mitbekommen, wenn ihr das Let's Play schon länger guckt. Wisst ihr, ich möchte es alles vernünftig lösen. Ich möchte hier nicht so ein Holter-die-Polter-Chaos. Naja, besser als nichts. So. Bobby, du darfst. Ich leg dann nach, wenn ihr durch seid. Gucken wir uns alle nicht an. Das bringt nichts. Und Mehrfachschaden kriegen wir auch nicht. Weil die anderen Aggro haben. Könnte knicken.
Kannst du noch lang warten, liebe Bobby. Okay, die ist hin. Ganz ehrlich, sogar Schüsse gegen einen Panzer sind sinnvoller, als da einfach also als da entdeckt reinzuböllern. Immer noch kein Bonusschaden. Ach Gott, wir stehen hier morgen noch, wenn das so weitergeht. Wow, sie hat die Kleinen tot gemacht. Ich bin da stolz auf sie. Oh. War keine Absicht. Bei ihr haben wir 3,5-fachen Schaden gemacht. Toll. Das ist ja ganz toll. Haben wir Granaten? Ich hab echt... Oh, ich hab Granaten mitnehmen sollen. Ih, Schlüpfis. Er ist immerhin schon mutiert. Ich hab keine Angst vor dir. Ja, immerhin. Wir haben fürchte ich keine andere Lösung als die Muni zu verballern. Hä? Schleichangriff? Was? In dem Moment, wo er uns sieht, machen wir einen Schleichangriff. Ist klar. Oder haben wir den Typen getroffen? Das kann natürlich auch sein. Okay, Bobby ist schon mal hin. Das ist ja schon mal etwas. Juhu, bleib so, bleib so. Mann! Ich fürchte, wir müssen uns den Pack nehmen, wir haben gar keine Wahl. Ja, außer wir wollen hier noch 5 Stunden warten. Hey, level up. Umdrehen, Kumpel. Bobby, geh mir bloß aus dem Weg, hey. Ich wäre so narrt. Ich hasse Begleitquests so sehr. Alles ist gut, mir geht's gut. Das war mein böser Zwilling. Ich bin jetzt wieder da und alles ist in Ordnung. Ich denke gerade versehentlich was geklaut. Mir egal, hat's verdient. Chinesisches Offizierschwert, das 728. Ich weiß, Bethesda denkt, oder pauschal die Spieleentwickler denken, sie tun uns was Gutes, indem sie uns Kumpels geben. Aber nein, ich will keine Kumpels. Wo geht's denn hier weiter? Hier? Nein? 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 Also Steinwände glaube ich nicht. Wir brauchen sowas, genau. Die Sonja weiß schon, wo es weitergeht. Wir brauchen Sonja hier. Auf welcher Taste ist eigentlich Right Away? Immer noch mehr Schadensresistenz, die ist ganz gut. Hilfsmittel. Right away. Danke. Sieht aus wie ein U-Bahn-Tunnel. Sind wir auf der richtigen Spur. Gutes Wortspiel. Was? Nein. Gehen wir einfach weiter Richtung Südwesten. Spur. Haha. Diese Kackaffen. Die sind immer irgendwie mit Fallen vernetzt, glaube ich. Achso, der ist schon tot. Das ist einfach so krass, wie wir am Anfang für ein Ghoul. Ja, ungefähr so wie den da. Haben wir am Anfang halt für jeden Ghoul gebraucht. Auch für die Gammeligen.
Muni, schöne Muni. Rennt der gerade weg? Ich glaube schon. Okay. Kampfrüstung rechter Arm, interessiert keine alte Sau. Diese Durchsagen, ne? Wir hatten ja schon mehrere Todesschützen, wir hatten Raider in der U-Bahn. Coole, okay, verstehe ich. Für die ist das hier wahrscheinlich angenehm, dunkel und weiß auch nicht. Den tut die Sonne bestimmt weh. Verstrahlt oder nicht. Oder gerade weil sie so verstrahlt sind, könnte ich mir vorstellen, dass Licht wahrscheinlich brennt. Und dementsprechend verstehe ich, dass die in U-Bahn-Tunneln hausen. Aber gerade die Raider und diese ganzen, die noch Menschen sind, ne? Diese Durchsagen, die müssen doch zu Tode nerven. Die kommen ja die ganze Zeit. Ey, wer will denn da wohnen? Ohne Witz. Das macht doch keiner. Alter, ich hasse es. Und ich weiß, dass man Alter nicht mehr sagt. Aber ich bin schon so alt, ich darf das. Ich bin in einem Alter, da darf ich noch Alter sagen. Bahnsteig brauchen wir uns, glaube ich, nochmal groß absuchen. Das ist eh nur ein bisschen Schrott höchstens. Was haben wir hier? Ein Redaway. Haben wir wieder drin. Schau dich mal um, dann weißt du es. Alter, schon wieder ein legendärer. Der ist jetzt erst mutiert. Oha. Das Ding krumm und schief. Oh, Leute. Das könnten wir hier alles so toll lösen. Oh, dieser eine Kuchen, der einfach nicht schimmelt, weil er nur Synthetik ist. So eklig. Ich wollte sagen, das könnten wir alles so toll im Stealth lösen, aber ich darf ja nicht. Die anderen wollen ja unbedingt mitmischen. Zerbrechliche Wand. Kaubonbons. Spinntür öffnen, das hat man auch nicht oft. Sonja, schieb mich nicht. Das macht mir Angst. Du bist so elektrisch. Oh. Fancy Let's Kuchen. Heißt der so? Ich glaube schon. Da möchte ich jetzt doch mal schnell reingucken, was hier so gibt. Wie kommt's, dass es so lange her ist, dass wir zusammengearbeitet haben, Bobby? Ich habe versucht, die Sache nicht an die große Glocke zu hängen, Mel. Und ich wollte dich da nicht reinziehen, was nicht unbedingt nötig ist. Wir haben doch schon Schlimmeres durchgestanden als das hier. Durchaus. Minis. Schlüpfis. Na, die könnt ihr jetzt machen. Ich kümmere mich um die da. Ja. Genau so. 30 Red. Nein, ihr sollt die Kleinen machen. Ihr sollt die Kleinen machen. Ihr sollt, der ist ein Legendärer. Ihr sollt die Kleinen machen, bitte. Ja klar, weißt du. Ey, die eskalieren auf das Tier da los und mich greift's an. Das ist so, so typisch einfach. Ah. Wir werden alle sterben. Lalalalala. Ich hasse mein Leben. Aber nur mit Begleitern. Oh, toll. Ich liebe es, wenn ich dran denke, zu speichern. Schon wieder kein Mehrfachschaden. Ich werde noch verrückt. Du musst nicht ziehen, obwohl er genau vor uns steht. Scheiße.
sorry für den verfehlten Try eben. Ich hasse es. Hol noch kurz den Kronkorkenvorrat. So. Wie viel ist eigentlich ein Vorrat? Ich habe da noch nie drauf geachtet. Sonja hier rüber. Hey Sonja, schubst mich nicht. Hilfe. Es eskaliert. Und wieso kann man den Spind öffnen? Man kann sonst keinen einzigen Spind in diesem Spiel öffnen. Nur den da. Creepy. Also, ihr macht die Schlüpflinge, ja? Ich mach die Großen. Ich schleich mich da jetzt einfach an denen hier vorbei. So. Dreh dich um. Auf den Dingsbums gesiebt. Auf den Panzer. Wieso ist da Red? Wieso siehst du mich? Fragen über Fragen. Einfach mal abeskalieren. Ich habe übrigens unsere Augen schief gemacht. Das ist mir beim Erstellen gar nicht aufgefallen, als wir bei dem Gesichtschirurgen waren. Es war keine Absicht. Viel Spaß. Ich warte hier oben. Cool, Kisten. Oh. Geht's hier vielleicht weiter? Man weiß es nicht. Tja, tja. Schön hier. Ey, die haben die Schlüpflinge immer noch nicht gemacht, ne? Die sind so nutzlos, die zwei. Sind denn das? Ich hab keine Angst vor dir. Hatte ihren Privatkrieg gegen die Schlüpflinge. Toll. Ey, die Sonja macht ja schon... Ist das die Sonja oder ist das der Typ? Ich weiß es nicht. Oh, Mädle. Schaffschuss no. Ich cheate hier ein bisschen, aber ich wollte ja auch nie Begleiter, von daher. Oh, Mama, my alert. Auf der anderen Seite sind die so aggressiv, die Dinger. Sie haben überlebt. Nicht schön, aber selten. Mann, Mann, Mann. Ich habe noch nie so viel Muni und Stimpaks verballert, ohne Witz. Wo geht's denn weiter? Freunde? Und damit meine ich nicht Mel und Bobby. Und Sonja? Oh, Sonja ist süß. Die macht Musik. Ihr sieht's nicht gut aus. Aber ihr sieht's nach Good Neighbor aus. Aber ihr zwei müsst hier aufpassen, dass ihr keine Strahlen. Das Ding da, das dort. Was ist damit? Oh, das sind die Großen. Ich bin weg. Ich verstehe aber gar nicht so unbedingt, warum das hier die Meyerlurk-Jäger sind. Die anderen haben doch einen viel heftigeren Panzer, oder nicht? Und der steht aber schön da. Bin begeistert. Von dir auch, ja. Bist ein braver Meyerlurk. Geh weg, Bobby. Alter. Ich wollte jetzt nicht völlig den Nerd. Die bekomme ich so nicht auf. Pip-Boy von Robco ist ein echt seltener Fund. Du wirst mich nachher mal ein bisschen damit rumspielen lassen müssen. Nö. Verpiss dich. Meiner. Aber ich kann Licht machen damit. Ist voll gut.
Das habe ich erst irgendwann auf Level 30 oder so gelernt. Ich brauche die Pilze, ich kann es nicht ändern. Oh, fuck. Aber gut, es gibt ein komplettes Redaway, so ein Pilz. Oder zwei Pilze, das geht gar nicht. Ist auf jeden Fall ein bisschen Strahlung wert. Ups. Ich dachte, das ist ein Comic, aber das ist irgend so ein Kack. Das Licht wieder aus. Wir sind jetzt nah dran. Es gibt eine Brauerei in der Nähe unseres Tresorraums. Das hier muss der Keller der Brauerei sein. Eine Brauerei? Wirklich? Mel, nein. Mann, war doch nur Spaß. Alkoholabhängig oder was? Oh. Auf Löscher kann man auch schießen. Habe ich neulich gelernt. Mel, musst du nicht das Terminal knacken vielleicht? Hallo? Ich hänge hier im Schrank. Da ist Zeug. Gib mir das Zeug. Das ist Muni, die ist wertvoll. Für mich persönlich. Ach so, das muss man gar nicht hacken. Wie billig ist das denn? Und ich denke mir da so, oh, der macht jetzt bestimmt hier voll die heftige Hacker-Action und macht hier. Was ist denn jetzt wieder, Herrgott, im Himmel? Was ist denn das? Ich habe noch nie einen aufgeblähten Ghoul gesehen. Naja, jetzt schon. Wo bist denn du? Wo leuchtet Ding? Ja, dreifacher Schaden auf Bobby gilt auch. Und wieso lebst du noch? Weil ich wieder keinen Schaden mehr mache. Bin weg. Bringt nichts. Toll! Ey, das ist so witzlos. Legendärer Gegner ist mutiert. Geh zu Bobby! Geh zu Bobby! Ich will langsam so nah dort. Ohne Witz. Das ist so eine Kacke einfach nur. Wut. Halt die Fresse, Bobby! Keiner will mit euch spielen, ohne Witz. Keiner will euch als Partner. Es geht nur auf den eigenen Schaden, der Scheiß. Sonja, geh mir aus dem Weg. Mir geht's gut. Geh mir aus dem Weg. Geht's dann ins Bett. Vielleicht brauchen wir morgen doch nochmal eine Session. Ich erwarte doch nochmal so eine lange Quest kommt. Stell mich jetzt vor, die Gegner. Da sehen sie mich wenigstens nicht. Er lebt noch! Ist es ein blödes... Ja, Mai. Mich würde mal interessieren, wenn einer von euch Fallout gespielt hat und eventuell kein Schleicher war. Ist es da auch so nervig mit den Partnern oder ist das mit dem Hund zum Beispiel? Könnte ich mir sogar ganz cool vorstellen. Weil der schleicht mit. Also der rennt nicht immer kreuz und quer, der schleicht halt einfach schön mit. Und von daher würde mich das echt mal interessieren, wie ihr das so erlebt habt. Falls ihr selber Half-Life gespielt habt. Was? Ja, es ist 1:30 morgens, Entschuldigung. Falls ihr selber Fallout gespielt habt, meinte ich natürlich, wie ihr das erlebt habt mit den Partnern. Aber wie gesagt, der Hund am Anfang fand ich schon nett.
Er kann natürlich, schätze ich jetzt mal, nicht viel tragen. Sonja. Bobby. Ich schieße dir gleich in den Kopf. Ey, die zwei blockieren hier halt einfach die Tür. Alles wird gut, Erie. Alles ist gut. Oh. Einer von den Kugeln war doch legendär, oder? Kommt mal hier zuerst. Wo sind wir? Zu euch! Oh, die Patronen brauchen wir dringend. Wir sind schon fast wieder unter 1000 vielleicht. Vielleicht. So, ich sehe nichts. Danke. Bobby! Den hast du dir verdient, den 3,5-fachen Schaden. Wir müssen hier durchkommen, Mel. Sonja, du weißt, was zu tun ist. Die steht einfach immer im Weg, die Frau. Und die Sonja stellt sich neben sie hin. Sodass sie auch auf jeden Fall auch im Weg steht. Ist der andere auch tot. Ich sehe immer noch nichts. Geht's hier hin? Ach, jetzt sind wir wieder oben. Okay. Logisch. Nee, so mein. Okay, ist ein Rundgang. Mal kurz gucken. Nur noch 1800 Schuss. Was ist los mit denen? Nee, passt schon. Bin froh, wenn ich euch los bin, ey. Ohne Witz. Was ist denn jetzt? Sonja, hallo? Danke. Los! Toll! Gut, dass sie nie im Weg steht. Der Gang, okay. Hey Gang, wo seid ihr? Bobby. Toll, jetzt habe ich nasse Socken. Wir sind direkt unter dem Tresorraum von Diamond City. Ist das wirklich der richtige Ort? Ich habe alles kartografiert und glaube, Diamond City müsste etwas weiter nördlich. Für mich besteht da kein Zweifel. Wie wäre es dem Boss ein wenig zu vertrauen? Sag die Wahrheit, Bobby. Wo sind wir? Unter dem Tresorraum von Diamond City. Und ich sage es zum letzten Mal. Ich glaube nicht, dass Mel sich irrt. Hochkommen. Mel, glaubst du, dein Roboter funktioniert hier? Schau dir das an. Das Fundament wartet ja schon. Eine Sprengung von Sonja und der Boden würde sofort einstürzen. Okay. Dann mach es. Wir sollten vorher den Raum verlassen. Einstürzendes Fundament und so. Guter Gedanke. Also, dann alle raus hier. Sonja? Mach dich bereit für eine Sprengung mit maximaler Kraft. Okay. Einfach da raus, oder? Wo geht die hier hin? Oh, da raus. Ja. Wie auch immer. Raus halt.